Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Seit ungefähr zweieinhalb, ja fast genau zweieinhalb Jahren habe ich angefangen, so ein Tarot-Tagebuch zu führen oder ein Journal, wie man das auf Neudeutsch nennt. Und ja, da habe ich immer dann diese großen Taschenkalender für verwendet und da meine täglichen Kartenziehungen dann da vernotiert. Und irgendwie, so jetzt nach zweieinhalb Jahren, kommt so ein bisschen eine Ermüdung. Da dachte ich, ach, jetzt mache ich doch mal was ganz Neues. Und deswegen habe ich mal in die bisschen die Kasse geplündert und mir hier sowas Schönes gegönnt. Das ist aus Leder, handgefertigt, habe ich von Etsy. Das nennt sich so ein Traveler Journal. Das ist ein Ledereinband mit Gummibändern gesichert. Und wenn man das aufmacht, habe ich dafür dann jetzt so ein Täschchen, wo ich dann Sticker und weiß der Geier was alles hier und Karten reinpacken kann. Und hier vorne ist der Teil, wo ich dann halt meine Stifte reintun kann, dass ich dann auch unterwegs zur Not habe ich immer griffbereit, muss ich nicht immer suchen. Und das habe ich dazu jetzt genäht. Das lässt sich dann da unterführen und dann ist das sozusagen da eingeführt. Dann habe ich hier, das habe ich noch nicht angefangen, noch ein zweites Heftchen und hier habe ich so ein kleines Notizbuch in A5 mir zugelegt und habe festgestellt, da passen also pro Heft 2 Monate da rein. Und ja, will ich mal zeigen. Also ich habe hier dann das einfach mal angefangen. Das ist sozusagen mein Probelauf von diesem Journaling. Also Juli, damit habe ich jetzt angefangen. Das wollte ich euch mal zeigen. Da habe ich dann also am Anfang dann immer jeweils zur Übersicht ein kleines Kalenderchen da. Dann zu den Rauhnächten habe ich ja hier meine Monatskarten, den Jahreskreis gezogen und dann ist halt Karte des Monats. Dann habe ich noch Vollmond immer jeweils notiert. Hier war Vollmond im Juli am 13. im Steinbock und dann die Decks, die ich für den Monat verwende. Ja, und dann fange ich einfach an, nur kurz zu notieren. Ach so, und wöchentlich ziehe ich immer eine Rune und eine Chakra-Karte. Und dann, ich benutze immer ein paar Decks oder ein oder zwei Decks in Kombination pro Woche. Und ja, es fing dann sozusagen der Juli fing dann am Freitag an. Da hatte ich dann noch halt 4 Tage, Freitag, nee, 3 Tage noch das alte Deck, was ich im Juni noch verwendet habe. Und am Ende habe ich dann noch mal so eine Abbildung mit der, was ich dann da verwendet habe für ein Deck. Das ist das Llewellyn und das Witches Oracle. Als Kombination immer 3 Karten täglich gezogen. Dann die kommende Woche, die fängt bei mir immer montags an. Dann freitags immer die Rune gezogen. Und da habe ich in der Woche habe ich das Crow Tarot und das Urban Crow Oracle mit der Erweiterung. Die habe ich ja im Juni bekommen. Habe ich gleich dann gearbeitet mit. Ja, und hier habe ich so ein paar Fehler gemacht. Da habe ich in der Woche angefangen mit dem Hidden Wrong. Und die Feen da, die haben mich wirklich an der Nase herumgeführt. Ich war so durcheinander. Ich habe immer gedacht, ich hätte eine andere Karte. Und dabei war es dann was anderes. Also hier mit dem Earthbound Oracle habe ich zusammen gearbeitet. Immer der Hauptaspekt und dann die Tarotkarten, die Einflüsse darauf. Immer und dann, ja, und das,
Ich habe dann immer so ein bisschen Tape und weiße Geier was und schöne Stifte mir zugelegt. Hier habe ich so ein bisschen mit der Hand ein bisschen rumgedudelt, wie man das so nennt. Und hier in der Woche habe ich mal was ganz Gewagtes ausprobiert. The Good Tarot und The Illuminated Earth Oracle. Optisch fand ich, haben sie teilweise gut gepasst. Aber das war das schwächste Deck, muss ich sagen, die Kombi. Ich habe festgestellt, dieses Good Tarot hat die Hälfte schöne Karten, gute Karten. Die andere Hälfte ist einfach mir zu kitschig. Also da lasse ich mich dann immer sehr ablenken. War nicht so günstig. Dann hatte ich am Mittwoch eine Begegnung mit einem Reh mitten in unserem Dorf. Mit meinen zwei Hunden, das war spektakulär. Also das war eine richtige tolle Geschichte. Und ja, und dann am 31. Juni endet der Monat. Ach, hier ist das ein bisschen umgeknickt. Und da habe ich in der letzten Woche im Juli mit dem Druidcraft Tarot und dann hatte ich mal wieder unbedingt Lust mit Lenormand zu machen, mal drei Karten zu ziehen. Das ist das Celtic Lenormand von demselben Künstler. Und ja, und danach kommt dann der August. Da fange ich dann nächsten Monat, zeige ich euch das. Ja, so sieht die Rückseite aus von Elro hier. Wunderschön handgemalt und geprägt, das Ganze im dicken Leder. Also ich bin hellauf begeistert, macht richtig Spaß. Und jetzt werde ich euch mal so im Einzelnen zeigen, so ein bisschen, wie ich täglich die Karten so ziehe. Ja, das ist das Llewellyn Tarot in Kombination mit The Witch's Oracle. Da ist dann halt die erste, ziehe ich dann die Orakelkarte und links und rechts die Einflüsse, die behindern oder unterstützen können, positiv. Und ich finde, das passt wunderschön zusammen. Das harmonisiert richtig. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auch sehr aussagekräftig, wie ich fand. Also das passt manchmal wirklich einfach phänomenal. Da ist man manchmal sprachlos, wie das teilweise passt. Und ja, also das war die angebrochene Woche noch vom Juni her. Das, die beiden Kartendecks, die ich kombiniert habe. Und dann kommt die zweite Woche, da habe ich das Urban Crow Oracle genommen, weil, wie gesagt, da gab es noch eine Erweiterung von 20 Karten, die ich da bekommen habe. Und da musste ich natürlich das ja auch gleich ausprobieren. In Kombination, was liegt dann nah, mit dem Crow Tarot. Von der gleichen, selben Autorin und Künstlerin. Und ja, also das ist, wie gesagt, ein Guss. Das, finde ich, passt wunderbar. Da ist alles in der Hinsicht selbstredend, dass man da schon was draus ziehen kann, wie ich finde. Wunderschön, auch optisch ein Genuss. Und ja, wie gesagt, das Crow Tarot und das Orakel dazu, das enttäuscht mich nie. Das geht immer. Obwohl, es gab auch mal, da habe ich es übertrieben, da habe ich es ständig in den Fingern gehabt und dann traten dann doch Ermüdungserscheinungen auf. Dann in der zweiten, also dritten Woche, habe ich The Hidden Realm und weil ich das schon ewig nicht mehr verwendet habe, das Earthbound Oracle.
Und da habe ich das mal ausprobiert, ob die beiden zusammenpassen. Und ich fand, es war, als ich es ausprobiert habe, wunderschön. In der Praxis dann, im täglichen Kartenziehen, war es dann doch ein bisschen abgeschwächt. Aber nichtsdestotrotz, die Karten, die haben, wie gesagt, mich so ein bisschen geärgert. Aber ich musste lachen. Also das war einfach manchmal sehr witzig, wie die mich an der Nase herumgeführt haben. Aber nichtsdestotrotz war das eine Erfahrung. Also wunderschön. Hat also gepasst. Wurde nicht enttäuscht bei den Karten. Dann in der vierten Woche habe ich dann, wie gesagt, mal ein ganz großes Experiment gestartet mit dem Illuminated Earth Oracle. Das ist eines meiner, wenn nicht überhaupt mein Lieblings-Orakel-Deck. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt machen wir mal was ganz Exotisches. Und verwenden mal dazu das Good Tarot, wo ich mir noch nicht so sicher bin, ob ich es behalte oder nicht. Das war sozusagen die letzte Chance. Oder damit arbeite. Und ja, im ersten Augenblick musste ich sagen, ja, das ist wirklich toll. Aber in der Woche, wo ich damit gearbeitet habe, war es so eher meh. Also ich habe das Gefühl, das war doch nicht so ideal, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ist noch irgendwie noch weitere Kombinationen vielleicht nochmal so auszuprobieren. Wie gesagt, ich hatte mit dem kein Problem. Ich hatte nur teilweise mal mit ein paar Karten dieses Decks die haben sich teilweise auch so ein bisschen aufgehoben von der Bedeutung. Die einen haben ja, die anderen nein, so nach dem Motto. Es war so, ja, wenig aussagekräftig. Und da habe ich gedacht, nach der Woche habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich aber was, worauf man immer zählen kann. Und das ist halt Druidcraft Tarot. Und das habe ich ja letztens, ein Deck habe ich ja komplett neu getrimmt. Alles abgenommen, die Kanten und die Bezeichnungen, weil man kennt es so, dass man, da braucht man jetzt gar nicht drüber nachdenken. Und ich nehme mal so einen Stapel ab. Und ich nehme immer beim Lenormand, das ist das Celtic Lenormand dazu, lege ich immer, wie gesagt, der Hauptaspekt ist die Tarotkarte, die ich täglich ziehe, und dann unten sozusagen das Alltagsgeschäft, unter was diesem Aspekt das dann steht. Und ja, wie gesagt, da das vom selben Will Worthington, vom selben Künstler, Illustrator dargestellt ist, braucht man sich da keine Sorgen machen. Das passt von der Optik her und natürlich auch von der Aussage. Machen wir noch ein bisschen weniger, weil sonst der so im Schatten stehen. Und da kommt, wie gesagt, zieht man nur eine Karte. Und wie gesagt, das ist ein Arbeitstier hier, dieses Deck. Also da hat man keine Schwierigkeiten, was rauszudeuten. Besser gesagt,
zu sehen, was der Tag denn so bringt. Ja, das war das und für den Juli und ich hoffe, es hat euch gefallen.